Hoffmann für Guck als Gamer, 7:2 gegen Giebenbeck. Was war da los? Ja, ich weiß auch nicht. Also, wir haben uns vorgenommen, nicht hoch zu verlieren, wollten aber auch die Gegner ärgern. Ja, das hat geklappt. Das hat auf jeden Fall geklappt. Hat alles geklappt heute. Wir haben vorgestern nicht souverän gespielt, aber heute haben wir alle super Tage erwischt und deshalb haben wir auch, glaube ich, verdient. Welche Rolle hat das System mit dem fliegenden Torwart, was viele im Turnier machen? Habt ihr euch da anscheinend ein bisschen drauf eingestellt? Nee, also wir haben gesagt, wir machen es nur, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir unbedingt noch ein Tor schießen müssen. Und ich glaube, es ist geil so zu spielen, aber auch sehr gefährlich. Und das hat man bei Giesbeck gesehen. Ich glaube, 3 oder fast 4 Tore sind dadurch entstanden. Und dann ist natürlich die Halle auf eurer Seite gegen den Gastgeber gewinnen. Ja, überragend. Also man merkt, wenn man ein Tor schießt, jubeln mehr als nur unser Block. Und das macht dann auch mehr Spaß. Weil im Verlauf, ihr habt ja sonst auch nur A-Ligisten in der Mannschaft. Die waren gerade schon ein bisschen besorgt. Giebenbeck zeigt vielleicht eine Reaktion im nächsten Spiel. Endrunde schon sicher für euch? Nee, auf keinen Fall. Also, Borussia Albach haben beide extrem gute Truppen. Borussia schätzt sich ja sehr, sehr stark ein. Das geht noch ein ganz weiter Weg für uns, aber mit dem Sieg haben wir uns auf jeden Fall, da sind wir einen Schritt weiter in der Endrunde, als wir gedacht haben. Danke.